Ciao ragazze! Ja, halt immer noch dunkel, sorry. Ich wollte euch meine elf Sammlung, sagen wir so, also Sammlung. Es klingt so, als ob ich sie sammeln würde und sie nicht benutzen würde. Es klingt, was ich alles von elf habe, sagen wir es mal so. Und auch meine Eindrücke, weil ich bin nicht von allem begeistert. Ich fange mal von den Pinseln. Von den Pinseln bin ich. Ich habe sie benutzt, deswegen sind sie dreckig, sorry. Aber ich wollte sie nicht extra für diesen Video noch reinigen. Ja, das eine ist diesen hier, das ist mein allerliebster Pinsel. Ja, ihr seht. Leger. Dreckig. Ja, also mit dem komme ich überall gut ran und ich habe das Gefühl, wenn ich Foundation auftrage, es deckt, also wenn die Foundation eigentlich nicht so gut deckt, wenn ich es mit dem hier auftrage, dann deckt es besser. Ich muss hier eine Unterlage haben. So. Es ist nicht so hart, es ist für mich genau perfekt. Den hier, das ist von der Elf Powder Brush, so ist die Bezeichnung. Dann meinen Concealer-Pinsel. Ja, der ist gelb. Das ist nicht, weil der Dreck, also dreckig ist er schon ein bisschen, aber er ist sonst schon gelb. Und dann meinen Blending-Brush. Der ist eigentlich nicht so dunkel, das weil ich mich hier geschminkt habe. Aber dunkler ist schon. Dann diesen Pinsel. Eigentlich ist hier genau, hat hier die, also die Härchen, die Haare, ich bin so aufgeregt, keine Ahnung wieso. Die Haare sind eigentlich auch ziemlich hell, aber eben ich habe mich geschminkt, deswegen ist der so dunkel und der ist wirklich Hammer. Ah, ich habe noch einen Pinsel vergessen. Auf jeden Fall, es gibt von dieser Linie auch einen Pinsel, einen Lidschattenpinsel und der finde ich auch super. Kein einziger dieser Pinsel hat jemals Haare verloren. Kein einziger Pinsel. Und die kosten 2,95, glaube ich. Nein, diese nicht, aber diese hier, das sind die günstigeren. 2,95, so, ich glaube, ja, 2,95. Nicht mal der billigste hatte jemals Haare verloren. Da bin ich echt, das, ja, den hier. Dann habe ich noch diesen Smudge Ice Balm. Den hier. Den benutze ich, wenn ich jetzt zum Beispiel es verblenden möchte, sagen wir es so. Wenn ich es verblenden möchte, dann gehe ich so drunter oder auch darüber und dann verschmiert es. Das sieht so rauchig, so smoky aus. Den mag ich auch sehr gut, sehr gerne. Und dann habe ich neu, das ist einen Complexion Brush von Elf. Der ist super weich, auch schon benutzt. Was ich noch sagen wollte, also das ist wirklich das Positive von diesem Pinsel. Sie haaren nicht, überhaupt nicht. Das Einzige ist, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Seht ihr? Da fallen manchmal die Köpfe, also bei dem hier. Das ist jetzt das Einzige, was mich stört. Aber ich bin ehrlich, lieber sowas, anstatt dass ich die ganze Zeit so Haare im Gesicht habe. Das mag ich nicht. Das kann man mit Nagelleim befestigen und es hält auch. Ich habe jetzt nicht gemacht, aber es hält sonst. So, noch was. Und zwar den Elf Mineral Infused Face Primer. Ganz ehrlich. Als ich ihn euch vorgestellt hatte, ich hatte ja ein bisschen hier auf die Hand drauf getan und dann hatte ich ja dran gerochen. Und es stank fürchterlich. Ich habe mich gefühlt, als ob ich hier eine Atombombe, also es hat wirklich schlecht gerochen. Und dadurch, dass es so schlecht riecht, ich traue mich nicht, ihn zu benutzen. Ich habe wirklich Angst, ihn zu benutzen.
Ich habe mir gedacht, wenn ich mal Urlaub habe und ich hier bleibe und nicht im Ausland gehe, dass ich ihn mal irgendwie benutze und mal, also benutze, mal ausprobieren werde. Ja. Also da habe ich noch ein bisschen Respekt von. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe auch schon gehört, dass ein paar den wirklich sehr gut mögen, dass die sagen, es sei gut, aber ich tendiere sehr schnell zu Picker. Also ich habe so eine empfindliche Haut, wenn ich dreckige Hände habe und dann lange ich mir über das Gesicht, dann bekomme ich gleich solche Klötze hierüber. Ja, das ist mal zu dem. Dann habe ich noch eine Foundation, Flawless Finish Foundation. Ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, ich hoffe es zumindest. Und zwar, ich habe es in der Farbe Sand. So winzig geschrieben. Ja, in der Farbe Sand. Also ist so, früher hatte ich, also mein Gesicht war voll mit Akne, Pickel und alles. Da wär ich froh gewesen, wenn ich den hier gefunden hätte. Aber mittlerweile, ich habe jetzt nicht eine super Haut oder so, aber zumindest bekomme ich in letzter Zeit selten was, ein Pickelchen oder so über. Wenn denn so kleine. Und wenn ich den hier auftrage, der deckt Hammer, der deckt wirklich super. Aber ich fühle mich, als hätte ich eine Maske drauf. Es ist vor allem dickflüssig. Das ist eben auch gut, wenn man was decken möchte und so. Von der Deckkraft ist der krass, der ist wirklich hardcore. Ich habe ihn mal ausprobiert, nur so. Ich hatte das Gefühl, meine Haut, ich konnte es nicht mehr bewegen. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen übertrieben mit, mit dem Auftragen. Aber dann ist ein anderes Mal, als ich fortging, so am Wochenende und so, habe ich es mit meinem Primer von P2 gemischt und dann war dieses Ergebnis sehr gut und das hielt auch die ganze Nacht. Also ich glaube, ich werde diesen Video in zwei teilen. Es ist wirklich viel. Ich zeige euch mal. Ja, es ist wirklich viel. Dann weiter zu den Wimpern. Ihr seht, die sind nicht mehr ganz. Ich habe die kleiner geschnitten und dann habe ich sie nur hier auf der Seite geklebt und dann ging es. Aber die waren mir zu lang. Also ich habe nicht so große Augen. Die waren mir zu lang und sie hielten auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu doof bin. Ich hatte noch nie künstliche Wimpern, aber so hat es geklappt. Und die hielten die ganze Nacht, weil ich hatte Angst, dass irgendwie vom Schwitzen und vom Bewegen und so, dass plötzlich eine Wimpern hier hängt und die andere hier oben und so. Es ist nicht passiert, es hat die ganz. Und um die zu entfernen, also mit normalen. Also ich dachte, man kann es einfach reißen, ich habe keine Ahnung. Und ja, hab ich mir, wenn ich so daran reiße, dann kommen meine ganzen Augen mit. Und, aber dann mit Make-up-Entferner ging er super weg. Dann habe ich noch einen Make-up Mist and Set und zwar einen Fixing Spray. Also ich muss sagen, so Sachen, die riechen nicht so super. Also ich finde vieles riecht nach Plastik und das mag ich halt nicht so. Aber solange, dass wenn ich es benutze, ich es nicht an mein Gesicht rieche und ich nicht davon Ausschläge bekomme, dann okay, weil man kann echt nichts sagen für diesen Preis. Den habe ich auch schon probiert, finde ich auch gut. Kann ich nicht meckern. Dann hatte ich mal einen e.l.f. High Definition Powder benutzt. Also, ich kenne diesen Puder so, dass er durchsichtig ist. Wenn man sein Make-up sättigen will, dann passt es sich an. Am Anfang ist es weiß und ja. Mein Gesicht war um einen Ton, ein, zwei Töne heller. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei mir ist, ob ich, also übertrieben habe ich nicht. Ich habe an andere und es geht eigentlich sehr gut, aber ich sah so krank aus. Also erfüllte nicht das, was ich eigentlich, ja, es erfüllte nicht meinen Wünschen, aber ja, der
Der riecht beispielsweise jetzt auch nicht so toll, aber als ich ins Gesicht hatte, dann da roch ich echt nichts. Also ich gehe nach der Reihe nach so Lidschatten und Blushes. Ich hatte mir gedacht, ob ich zuerst das zeige, was ich mag und das, was ich nicht mag. Aber ich dachte, nein, ich mache es so nach der Reihenfolge und währenddem kann ich euch sagen, ob ich zufrieden bin oder nicht, was ich davon halte. So. Ein Momentchen. Ah, hier. Dann habe ich mir ein paar Schimmersachen bestellt gehabt, und zwar eine Palette. Die nennt sich Sheer Sunrise. Also ich finde die ganz okay. Die ist auch schon ein paar sind gut benutzt. Bei denen muss man einfach aufpassen, dass man wirklich sehr wenig nimmt, weil sobald man ein bisschen zu viel genommen hat, dann sieht man es gut. Man muss es wirklich sehr gut verblenden. Also die mag ich besonders. Diese Farbe hier mag ich sehr. Und diese habe ich auch schon benutzt für hier und für hier vorne. Und ich finde die ganz okay. Die sind sehr cremig. Und dann hatte ich noch so zwei Tuben bestellt, sind auch so Schimmer-Gels. Hey, die sind ja so winzig! Seht ihr? Und ich habe ja Kontaktlinsen drin und ich kann es fast nicht lesen. Der eine heißt Lilia Petal und der andere heißt, also das ist so, und der heißt Citrus. Bei denen genau die gleiche Geschichte wie bei denen hier. Man muss wirklich aufpassen. Man braucht echt sehr, sehr wenig. Die hatte ich lange Zeit wirklich sehr oft benutzt. Wirklich sehr oft benutzt, aber man sieht es überhaupt nicht. Soll ich. Ja, ich swatch sie mal. Ach nee. So, der ist Citrus. Bin ich doof? So, also der ist Citrus. Sehr. Und der hier ist Lilac Petal. Die sind wirklich sehr schön. Ich mag die echt sehr. Und die sind auch nicht so teuer. Ich glaube 2,95. Also Schweizer Franken. Dann mache ich weiter mit Bronze. Ich habe zwei Bronzer, und zwar einen Warm Bronzer und einen Golden Bronzer. Die sehen so aus, also ihr seht, die sind wirklich sehr gut benutzt. Also das war der Warm Bronzer und diesen den Golden Bronzer. Also ich mag die wirklich, also den Warm Bronzer mag ich am ehesten. Also ich mag die wirklich, die sehen sehr natürlich aus. Und im Sommer sieht das eigentlich toll aus. Die haben ganz, ganz feine Schimmerpartikel, aber das sieht man, also bei mir sieht man, finde ich, man sieht das nicht im ins Gesicht sieht man es nicht. Auf dem Gesicht, auf die Haut. So, dann habe ich so Kompaktpuder, zwei Stücke, weil ich wusste nicht, was für einen Ton das ich brauche. Und so, und hier unten gibt es noch so Dinger, so, um sich das besser ins Gesicht zu klatschen. Sorry für mein Deutsch, aber heute Abend sind ich irgendwie nicht die Wörter, die ich eigentlich suche. So, der hier ist Karamell und den hier, also man sieht den Elf Dings nicht mehr so gut. Puff, also nicht Puff, sondern Buff. Es steht wirklich so, Buff. Ah. Die Konsistenz ist wirklich sehr gut. Ich finde, das ist gut. Für die, die keine Foundation tragen möchten.
Ja, die decken sehr, sehr gut. Die decken wirklich sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob die den ganzen Tag halten, weil ich mag eigentlich nicht nur Puder ins Gesicht, sondern schon eher Foundation. Also Puder habe ich bis jetzt nur zum Setting Benutzt gehabt. Aber dann habe ich bemerkt, das sind wirklich Puder, die